Hey Gamerino, ich bin der Martin Bimek und ich sehe jetzt Battlefield 1 seit etwas mehr als einer Woche draußen. Riesenhype. Basiert auf der Engine oder so eine abgeänderte Engine vom Star Wars Battlefront. Das war schon ein Riesenhype, aber das Spiel selber war nachher relativ langweilig und hat nicht mit den Alten können mithalten. Das Spiel hat recht in den Medien gute Kritiken bekommen. Und ja, was ist Battlefield? Wenn ihr es noch nie gespielt habt, seid ihr wahrscheinlich kein Gamer, weil es ist einfach. Piu, 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 Panzerli kommen, piu, 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 und Flugzeug und piu und bäh und bumm. Ja, das ist das Game. Ich persönlich bin nie mega der Battlefield-Fan und vor allem kann ich nicht mit diesen Flugzeugen und so, da verrecke ich immer. Da starte ich und bäm, schon irgendwo in einen Baum rein und mit dem Panzer fahre ich ins Wasser rein und sterbe. Das ist nicht so das, darum habe ich jetzt so Team-Deathmatch ausgewählt. Weil schlicht und einfach nur 1 gegen 1 ist, keine Fahrzeuge, nur Ballern. Aber trotzdem ist die Atmosphäre recht da, wo du kannst recht viel kaputt machen und so. Du hast verschiedene Waffen, verschiedene Klassen, wie man es kennt von Battlefield. Grundsätzlich, die Leute drehen recht durch. Es ist ein EA-Game, ein DICE-Spiel. Also, du weißt, was du, wenn du ein EA-Game kaufst, dann müsst ihr halt immer noch doppelt so viel für den DLC zahlen. Es ist halt einfach EA. Aber grundsätzlich finde ich es cool, es macht Spass. Obwohl es gibt Kritikpunkte, finde ich es zum Beispiel mega schade, wie beim Battlefront auch, dass du nicht beispielsweise bei einem Flughafen ins Flug rein kannst und starten, oder wie bei den Autos. Wenn jetzt du jetzt auswählen und du gerade instant rein und in die Luft, oder? Der Vorteil ist, der Kampf ist viel intensiver, viel schneller, aber es hat auch einen gewissen Realismus Verlust. Sowieso, ihr seht es hier, da ballere ich rum, wie blöd. Ja, es ist einfach so, das ist halt, wir müssen es nicht denken, das ist so gewesen. Also, Erster Weltkrieg, da hat jetzt nicht jeder ein Hurenmaschinengewehr dabei gehabt. Das ist definitiv nicht so. Aber das ist halt mehr Action da. Ich weiss, warum das die Entwickler gemacht hat. Man hat da so einen Bajonettangriff, wo du kannst auf einen zu-charge und einen kaputt machen und so. Grundsätzlich, es macht Spass. Und ich glaube, das muss das Game machen. Ich finde es interessant. Es gibt gewisse Sachen, die bei PC-Version auch scheiße sind. Zum Beispiel, wenn du Raw Input rein tust, bei Maus, bei mir, plötzlich, wenn ich mit dem Mausrad rumscrolle, mache ich einfach Dreiecken im Kreis. Keine Ahnung, warum das so ist. Und sie weiss auch hure pushen, e-sport-mässig. Ich weiss nicht, ob das auf PC der Fall wird sein. Ich weiss nicht, wie krass das e-sport-mässig sich wird durchsetzen. Die Community ist sicher da. Ich finde auch cool, du hast ein Level-System, du hast neue Skins, du hast neue Waffen, die du freischalten kannst. Das alles ist mega cool. Du kannst auch so Lootboxen, wie es jetzt bei jedem hure Game hat. Grafisch gesehen, sieht schön aus. Du hast aber jetzt alles auf Low und selbst dann, wenn ich es jetzt muss capturen mit dem Software, leckt es zwingend jetzt hier Aufnahmen. Bei mir selber hat es nicht gelegt, aber das ist einfach so, weil ich halt hier nur einen i5 habe. Ich habe einen i5 und einen 9.8er oder so, Radeon. Also, es ist jetzt eine mega super Gaming-Maschine, 16 GB RAM und so und es läuft auf SD. 250er, Samsung SDs. Ja, aber grundsätzlich, ich finde es geil, es macht Spass und auch, dass sie so Sachen eingebaut haben wie In-Game-Voice, wo EA immer so das war, was ich vergessen habe in gewissen Spielen, zum Beispiel die FIFA-Serie, die ja lange keine In-Game hatte, ich weiß nicht, ob die aktuelle Version hat, es hat mal eine gegeben, ich glaube es 15, die es hatte, dann haben sie es wieder rausgenommen. So. Ich meine, sorry, also klar, es gibt Teamspeak und so, aber es muss In-Game-Voice sein. Es gibt auch keinen Ranked-Modus, also sehe ich zwingend nicht. Da frage ich mich auch, ja, wenn ihr es e-sportmässig machen, dann müsst ihr ja fast einen Ranked-Modus haben, aber wie willst du das gestalten? 20 gegen 20? What the fuck? Ich habe keine Ahnung. Ich bin wirklich nicht der Battlefield-Profi. Ich weiß auch nicht, ich glaube Fnatic hat das Battlefield 4 Team. Ich glaube, es gibt sicher noch andere, ob die das werden spielen. I don't know, ich bin kein Profi in dem. Es macht Spass. Und ich habe jetzt so, was habe ich, etwa 2 Stunden oder so, habe ich jetzt einfach gespielt. Bin ich Level 8, dann ist es schon Level 50. Von dem her, ich bin natürlich wirklich noch am Anfang. Aber es macht Spass, es ist lustig. Es ist nicht akkurat, den Geschichtsunterricht würde ich vielleicht lieber bei eurem Geschichtslehrer geniessen, wenn ihr noch in der Schule seid. Wobei, ich hoffe nicht, dass mir Leute zuschauen, die noch in der Schule sind. Ich bin, glaube ich, sehr ab 18. Ist ja gleich, auf jeden Fall, fuck it, du kannst auf YouTube kannst ein paar Hitler-Dokus schauen, oh, wobei das ist der Zweite Weltkrieg. Aber er hat ja am ersten noch schon gekämpft, das wissen wir ja alle, he, der Adolf. Sauhung. Richtiger Wichser ist das gewesen. Sonst eben, Geschichten, so, Schlachten an sich sind natürlich schon akkurat, die hat es gegeben.
Aber ich bin jetzt ja nicht der Geschichtslehrer, ich bin ein dummer Realschüler. ja, ich weiß auch nicht. Es macht Spass. Ich kann mich nur wiederholen. Es macht Spass. Und ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht hat er es auch schon, vielleicht spielt er es auf Konsolen, wobei das macht man nicht. Shooter spielt man nicht auf Konsolen, das ist einfach scheiße. Ich meine, du hast schließlich Autofahren auch nicht mit den Füßen, oder? Aber ja, es hat Chancen. Momentan wird so viel gespielt bei mir im Clan, da Silent Gaming, sie sind auch ein Spielen. Es macht auch Spass. Die Frage ist, wie lange ist es langzeitlich? Vom März ist ein DLC angekündigt worden. Meine Freundin schreibt mir wahrscheinlich jetzt noch ein SMS während der Aufnahme. Alles egal. Oben könnt ihr es abonnieren. Unten könnt ihr nachher schreiben, ob ihr es cool findet oder absoluter Shit. Und ja, jetzt kann ich nur noch eins sagen. Guten Abend, gute Nacht, guten Morgen, whatever. Genießt es, euer Marc, euer BMAC.